Bestimmt habt ihr bei Google auch schon mal etwas eingegeben und dann hat Google das vervollständigt, die Autovervollständigung. Da kommen dann die am meisten gestellten Fragen im Netz bei rum und wir machen das jetzt auch. Wir haben auch Fragen bei Google reingestellt und lassen die Autovervollständigung arbeiten. Ich weiß noch nicht, was mich jetzt erwartet. Ich bin noch nicht darauf vorbereitet, aber ich freue mich drauf und bin mal gespannt. Bis gleich. Ist Osnabrück eine Großstadt? Eine Großstadt ist meines Wissens dann eine Großstadt, wenn sie 100.000 Einwohner hat. Osnabrück hat über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ich meine sogar über 160.000. Deswegen ist Osnabrück eindeutig eine Großstadt. Ist Osnabrück eine schöne Stadt? Osnabrück ist eine wunderschöne Stadt, vor allen Dingen, weil sie den VfL hat, aber auch ein wunderschönes Rathaus, eine wunderschöne Marienkirche, einen wunderschönen Dom, ja, und wunderschöne Ortsteile. Ist Osnabrück eine Studentenstadt? Die Uni in Osnabrück hat sich in den letzten Jahren, was ich so mitbekommen habe, sehr entwickelt. Und wie ich mitbekomme, ja, hat sich ein studentisches Leben in Osnabrück auch mit der Zeit so herausgestellt. Und ich würde inzwischen sagen, dass Osnabrück durchaus auch eine Studentenstadt ist. Ist Osnabrück gefährlich? Osnabrück gefährlich? Ich würde sagen, nein. Ich finde, das ist eine Stadt mit, wie ich finde, sehr friedliebenden Einwohnerinnen und Einwohnern. Deswegen würde ich nicht behaupten, dass Osnabrück gefährlich ist. Osnabrück war mal Verkehrsunfallhauptstadt Nummer 1. Das hat sich aber meines Wissens in den 90er Jahren geändert. Von daher, nein, Osnabrück ist nicht gefährlich. Ist Osnabrück noch in NRW? Osnabrück gehört zwar regional zu Westfalen, der Osnabrücker Dom gilt als westfälisches Bauwerk, aber Osnabrück gehört zum Land Niedersachsen und daher gehört es nicht zu NRW. Ist Osnabrück eine westfälische Stadt? Regional meines Wissens gehört Osnabrück zu Westfalen, das liegt wohl auch unter anderem an dem Baustil der alten Bauwerke, wie zum Beispiel des Doms. Und deswegen gehört Osnabrück regional zu Westfalen. In Osnabrück ist ja unter anderem auch in Münster und Osnabrück der Westfälische Friede geschlossen worden. Also auch eine Stadt, die in der Region Westfalen liegt. Wenn ihr noch Fragen an einen Osnabrücker wie mich habt, dann lasst die gerne hier in den Kommentaren da. Wenn ihr mögt, auch ein Like und drückt auf die Glocke und abonniert diesen Kanal. Bis dann. Tschüss.